Das Jahr 2022 hat wieder einiges an tolle Spiele uns dagelassen, ne? Und so wie letztes Jahr dachte ich mir, hey, ich mache wieder eine durchgespielte Liste. Ihr habt ja meine Rangliste von Spielen, die ich gut fand dieses Jahr. Ich habe es nicht in der Reihenfolge gemacht, wie ich es durchgespielt habe. Ich glaube, mittlerweile habe ich da den Faden schon längst verloren. Oh Gott. Und deswegen halt wieder in diesem Ranking-System. Es gibt eine kleine Änderung zu der letzten Liste, denn es sind ein paar Spiele wiederholt drin, die auch letztes Jahr da waren. Ihr werdet oben bei der Platzierung einen kleinen Zusatz sehen, entweder eine rote Zahl von Plätzen, die es abgestiegen sind, oder eine grüne Zahl von Plätzen, die es aufgestiegen sind. Ja, ich mache mir extra Arbeit. Lohnt sich das? Wir werden sehen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Spiel. Die Liste fängt gleich mit einem speziellen Spiel an. Ich war am Balan Wonderworld interessiert, weil es von demselben Typen ist, der Knights gemacht hat. Ihr wisst schon, das Wii-Spiel. Zumindest kenne ich nur das Wii-Spiel. Jedoch habe ich die größte Schelle meines Lebens mit diesem Spiel hier bekommen. Die Grafik ist unfassbar scheiße, dass mir schlecht geworden ist, und das ist kein Joke. Die Story ist langweilig. Das einzige Gut an diesem Spiel ist, und das muss man es lassen, ist die Musik. Für mich eine reine Enttäuschung, darum eine 4 von 10. Lasst euch nicht von dem Titel verwirren. Nein, es ist kein Souls-like. Es ist ein Indie-Roguelike. Dieses Roguelike ist etwas seltsam. Ja, man sammelt Items, um stärker zu werden. Ja, man hat verschiedene Klassen, die man freischalten kann. Aber das ganze Gameplay ist einfach speziell und seltsam. Ich kann dazu nicht mehr wirklich was sagen. Die Musik ist simpel gehalten. Es hat Voice-Acting für die Hälfte der Bosse, was nervig wird, wenn man im dritten Run ist und man einfach nur noch durch möchte. Und es hat eine Story. Ja, es hat eine Story. Worum es in dieser Story geht, ich habe keine Ahnung. Ich hab nicht durchgesehen. Ich bin ehrlich, ich habe da nicht durchgeblickt. Dieses Spiel ist ein Coinflip. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Darum eine 5 von 10. Dieses Spiel ist etwas Besonderes für mich. Es ist ein kleiner Trip in die Nostalgie von mir, wo der kleine Logo an dem GameCube dieses Spiel gespielt hat. Nur jedoch ist dieses Remake so lala. Eventuell liegt es daran, dass meine Nostalgie-Schübe zu stark sind, jedoch fand ich dieses Remake viel zu leicht. Ich habe es in 2 Tagen platiniert und einige Bugs entdeckt, die ganz lustig waren. Aber nichts kommt so wirklich an das Original ran, was etwas schade ist. Deswegen nur eine 5 von 10. Wie man eventuell merkt, ist diese Liste ein bunt gemischter Haufen. Yumidiki ist ein verwirrendes Spiel. Es war als Horrorspiel getaggt, jedoch habe ich mich nur an einer Stelle erschrocken. Und zwar an einer Stelle, wo Party gemacht worden ist. Richtig gruselig. Das Spiel hat Atmosphäre, es ist cool gemacht, es ist verwirrend und damit kommt auch für mich der Hauptnegativpunkt. Wie man das Spiel abschließt, wird nicht vermittelt. Es gibt keine richtigen Tipps, ich musste tatsächlich für die letzten 3 Sachen ein Guide benutzen. Und mir fehlt die Übermittlung der Story etwas. Sonst an sich ein gutes Spiel, 6 von 10. Natürlich ist auch wieder ein Beat'n'up in der Liste. Der Story-Mode dieses Spiels ist leider so mittelmäßig und allgemein das Gesamtprodukt ist im Mittelfeld. Mir gefällt der Artstyle und die Animation, die dieses Spiel bietet, und das Kämpfen macht Spaß. Nur ist hier dasselbe Problem wie bei so vielen Beat'n'ups. Bist du an der Wand, bist du am Arsch. Story hat mir das Spiel nicht so viel geboten, ne? Da warte ich lieber auf das JRPG, was 2023 kommen soll. Und allgemein fand ich es okay. Darum eine 6 von 10. Ich weiß, viele werden sagen, aber dieses Spiel kann man nicht durchspielen. Technisch gesehen, ja, man kann es nicht durchspielen. Jedoch ist es hier in der Liste, weil man es abschließen kann. Wenn man alle Steam-Erfolge hat, ist dieses Spiel quasi beendet. Dieses Spiel ist weit unten in der Liste aufgrund der Eintönigkeit. Und das ist auch mein Hauptnegativpunkt. Wenn man dieses Spiel anfängt, ist es erfrischend, neu, man stirbt oft und es gibt viel zu entdecken. Jedoch, wenn man ein Bild hat, was einfach OP ist, nimmt man nur noch das und man rennt quasi durch das Spiel. Die Erfolge machen es etwas abwechslungsreich, jedoch auch nicht viel. Und das ist schade. Dieses Spiel bekommt leider nur eine 6 von 10. Eventuell kommt da noch was. Und während ich dieses Skript geschrieben habe, tatsächlich einen Tag später, kriegt dieses Spiel ein scheiß DLC. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es ist, ändert trotzdem nichts an meiner Bewertung. Geil!
Dieses Spiel ist ein Studienprojekt eines japanischen Indie-Devs und das merkt man. Das Spiel ist nicht gerade lang, dafür überzeugt es mit seiner süßen Grafik, einer niedlichen Story und toller Musik. Das Gameplay ist ein Idle-Game, beziehungsweise ein Clicker-Game. Jedoch fand ich es sehr schön. Der Mensch hat auch coole Kostüme, die man freischalten kann und im Allgemeinen fand ich die Idee super. Darum bekommt es eine 7 von 10 von mir. Dieses Indie-Metroidvania ist mir durch das Katzenthema in die Augen gesprungen. Was ein Wunder. Dieses Metroidvania befindet sich leider im Mittelfeld. Es hat coole Ideen mit den Begleitern als Waffen und mit den Fähigkeiten, die man freischaltet. Jedoch fehlt mir hier etwas. Es fühlt sich nicht alles rund an. Einige Begleiter fühlen sich sehr stark an und andere habe ich nie weiter benutzt. Die Story ist okay. Es ist jetzt nichts Abgefahrenes und auch nichts Besonderes. Die Musik ist auch im Mittelfeld. Ich dicht nicht wirklich ein Lied raus für mich. Für ein solides Metroidvania, wo man noch etwas Feinstift geben kann, gebe ich eine 7 von 10. Hello, old friend. Dieses Spiel war letztes Jahr in der Liste und dieses Jahr habe ich es wegen YouTube-Zwecke nochmal gespielt. Meine Meinung hat sich nicht wirklich geändert zu diesen Spielen. Ich finde immer noch, dass dieses umgedrehte Schloss absolut unnötig ist und das Spiel kaputt macht, einige Gegner immer noch unfair sind und dass mich das Hitfenster richtig anpisst. Dieses Mal habe ich jedoch das OP-Schwert mir besorgt und was kann ich sagen? Es ist halt OP, es macht das Spiel richtig einfach. Erstaunlicherweise hat dieses Spiel einen Punkt dazu gewonnen, jedoch ist es trotzdem im Ranking runtergerutscht. Für mich dieses Jahr durch die OP-Waffe eine 7 von 10. Dieses kleine spaßige Roguelike habe ich angefangen wegen dem Release des zweiten Teils. Und was kann ich sagen? Es lohnt sich um jeden Preis. Es ist zwar nicht hoch im Ranking, dennoch mag ich den Humor des Spiels, das Soundtrack war auch super und die Idee sollte man hier loben. So wie in vielen Roguelikes gibt es ein Problem für mich. Wenn man das gefunden hat, was man am meisten mag, so benutzt man es die ganze Zeit, um versucht durch dieses Spiel zu kommen. In diesem Spiel ging es noch, jedoch war für mich der Endboss echt kacke. Mehr Phasenbosse sind doof. Punkt. Darum eine 7 von 10. Die Spiel habe ich angefangen, weil ich einen No-Brainer brauchte. Wie ihr im Trailer sehen konntet, stand da, wenn Breath of the Wild und Assassin's Creed ein Baby hätten und ich kann da fast zustimmen. Für mich ist es ein Breath of the Wild inspiriertes Spiel, jedoch hat es einige Schwächen, aber erst das Positive. Der Humor des Spiels ist super, die Waffendesigns sind super und auch ihre Eigenschaften sind nicht ohne. Man hat verschiedene Möglichkeiten an der Sache ranzugehen, was toll ist. Und da hört auch für mich das Positive auf. Gegner waren echt nervig, das Skill Tree macht einen übertrieben OP und man kann sich das Spiel leicht machen, indem man in Ubisoft Store einfach Ausrüstung kaufen kann. Allgemein die Ubisoft Store Verbindung finde ich sehr unnötig und hat einen faden Beigeschmack. Der Endboss war jetzt auch nicht besonders schwer, er hat sich einfach nur gezogen. Es ist dennoch ein solides Spiel, 7 von 10. Stacklands is a village builder where you stack guards to collect food. Dieses kleine Indie-Spiel war eine ordentliche Überraschung. Sockepop ist ein Indie-Dev, die jeden Monat ein Spiel veröffentlichen. Klar, den Steam muss man mögen, aber ich mag das Konzept. Nun zu Stacklands. Wie ihr im Trailer sehen konntet, stackt ihr halt Karten, um so im Spiel weiter voranzukommen. Es ist auch ein Roguelite, sprich es ist nicht mal so einfach. Das Spiel hatte kein OST, als ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Denn zum Stand zu diesem Skript hat dieses Spiel ein Update bekommen durch die wachsende Aufmerksamkeit. Meiner Meinung nach verdient und ein guter Einstieg in den 8 von 10 Spielen. Dieses Spiel erinnert mich an ein altes SNES-Spiel, wo man gegen verschiedene Schulen geboxt hat. Es hatte ähnliche Spielelemente, deswegen steckt hier etwas Nostalgie drin. Scott Pilgrim hat Humor und das merkt man in diesem Spiel sehr gut. Die abgedrehte Welt, die verschiedenen Kampfmoves, die man lernen kann, die verschiedenen Chars, die Bosse, die Stages, alles hat Liebe zum Detail. Der Endboss war nicht wirklich meins und war etwas nervig, aber sonst habe ich nicht wirklich viel zu meckern. Sogar das Soundtrack geht ab. Für mich eine solide 8 von 10. Oh.
Dieses Metroidvania ist etwas Besonderes. Es geht die Sache etwas anders an, als man es gewohnt ist. In diesem Spiel sind die Ressourcen limitiert und man muss mit Bedacht die Items einsetzen, um somit voranzukommen. Die Pixelart-Grafik macht das Konzept um Weiten besser. Der Humor ist speziell und kitzelt an der Grenze von den Gedanken des Spielers. In Lost Ruins spielt man ein Schulmädchen, das in einer anderen Welt teleportiert wurde. Jemand hat zu viele Isekais geschaut. Und die Devs spielen damit sehr rum, was nicht schlecht ist. Die Musik ist für mich etwas untergegangen, Combat ist auch so mittelmäßig, realistisch, aber dennoch mittelmäßig. Dass ein Schulmädchen nicht mit Waffen umgehen kann, erscheint logisch und so fühlt sich das Kämpfen auch an. Es gibt viele Artefakte, die man kombinieren kann und es hat einen Wiederspielwert. Für mich eine solide 8 von 10. Back-to-back Metroidvania Time. Einige Metroidvania haben echt gute Ideen. Wie vom vorherigen Platz mit den limitierten Ressourcen kommt hier ein Metroidvania, was euch erlaubt, das Element zu wechseln, um so sicher zu sein. Benutzt ihr das Windelement, seid ihr sicher vor Windangriffen, benutzt ihr das Feuerelement, seid ihr sicher vor Feuer. Logisch. Und das ganze Spiel tanzt mit dieser Funktion und es macht verdammt Spaß. Die Steuerung ist jedoch sehr verwirrend zum Anfang und man muss sich da echt erst einspielen. Die Grafik ist schön, Pixelart geht immer, Waffen sehen anders aus, wenn man sie ausrüstet und haben auch ein anderes Feeling, je nachdem was für eine Waffe man spielt. Es gibt Magie, ein Levelsystem wie in Symphony of the Night und die Entrance in den Stages ist cool, der euch von einem Würfel angezeigt wird. Record of Lotus War Deedlit in Wonder Labyrinth, was für ein scheiß langer Name, ist ein solides Metroidvania und deswegen eine 8 von 10. Yes, indeed. Ich werde mich eventuell unbeliebt mit dieser Aussage machen, aber Dark Souls 3 ist für mich das schlechteste Dark Souls aus der Trilogie. Ich weiß, ein richtiger Hot Take, die Masse ist erschüttert, aber hört mich an. Dark Souls 3 ist, wer hätte es gedacht, ein Souls-like, sprich es soll schwer sein. Nun ist dieses Spiel das dritte im Bunde und man hat einen guten Vergleich zu Teil 1 und 2, wenn man diesen gespielt hat, was ich getan habe. Und Dark Souls 3 ist für mich hier ein Mittel, damit Leute einfach zufrieden sind. Bosse sind nicht wirklich was Besonderes, außer Master Gundyr, den Fanboy ich sowieso. Ich vermisse die Kombinationen des Gears aus Dark Souls 2, ich vermisse die Neuheiten, wenn man Dark Souls 1 gespielt hat, ich vermisse die Arschlochkeit, die man aus Teil 1 und 2 hatte. Dieses Spiel hängt für mich einfach in den Schatten der letzten beiden Spiele. Viele finden Dark Souls 2 scheiße, weil es was Neues gemacht hat und ehrlich gesagt, fand ich es gut. Es bringt Erfrischung und es ist nicht dasselbe. Das wird sehr viel Negatives. Gibt es etwas Positives? Voice Acting ist super, Musik ist wie immer top und es sieht gut aus. Das reicht für eine 8 von 10. Gridfall ist ein langes Spiel. Nicht von der Story her, sondern es einfach, weil es so viel Nebenzeug hat. Dieses Spiel ist natürlich nur lang, wenn man auch dieses Nebenzeug macht. Logisch. Dieses Spiel hat mich überrascht. Ich war skeptisch, wie ein dialogabhängiges Spiel für mich ist und ich muss sagen, mir gefällt es. Ich habe zwar bis immer noch keinen Plan, wie ich die höchste Freundschaft mit der Kirche erlangt habe, aber here I am. Das Voice Acting ist gut, die Grafik ist in Ordnung, das OST ist auch nicht schlecht, nur das Gameplay hinkt hier. Es gibt kaum Gegnervariationen. Meine Klasse war einfach richtig übertrieben OP und dabei habe ich nur Bomben geworfen und nur ein paar Mal mit meiner Pistole geschossen. Das Gameplay bzw. Kämpfen zieht das Spiel etwas runter, denn nach 10 Stunden Spielzeit fehlt hier einfach die Abwechslung. Entweder man kämpft gegen Menschen oder gegen Tiere oder dann mal gegen Tiere, die ein paar Zweige haben und dann wieder gegen Menschen und dann wieder gegen Tiere und dann wieder gegen Tiere, die ein paar Zweige dran haben, dann wieder gegen Menschen, dann gegen wieder Tiere und dann wieder gegen Tiere, die Zweige dran haben. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Das ist nach einer Weile echt langweilig. Dennoch ist dieses Spiel solide und bekommt eine 8 von 10 von mir. Dieses Spiel ist wieder eine Liste und Leute stehen wahrscheinlich mit Heugabeln und Fackeln vor meiner Tür, dass dieses Spiel höher als Dark Souls 3 ist. Aber versteht mich nicht falsch. Dieses Spiel ist einfach erfrischend im Vergleich zu Dark Souls 3. Ja, das Kampfsystem ist sehr, sehr, sehr langsam. Die Waffenauswahl ist nicht so groß, die Höhenauswahl ist nicht so hoch und es hat wahrscheinlich keinen hohen Wiederspielwert wie die Dark Souls Spiele. Jedoch ist dieses Spiel erfrischend. Das Voice Acting, die Geschichte der Höhen, die Bosse sind cool, außer der Endboss. Und im Allgemeinen hat man hier eine richtige Fantasy-Expression. Gameplay ist auch okay. Es rutscht ein paar Plätze runter im Vergleich zum letzten Jahr, jedoch bleiben hier die Punkte gleich. 8 von 10.
Dieses Roguelike ist ein bunt gemischter Haufen. Und ich liebe es. Das Kämpfen ist wie in den Mega Man Battle Network Teilen. Karten wie in Slay the Spire und Mana wie in Hearthstone. Man merkt, hier ist einiges drin und es kann deswegen sehr überfordert wirken, aber man gewöhnt sich schnell an die Mechaniken des Spiels. Die Musik ist super, die einzelnen Stages sind toll, der Shopkeeper ist einfach Sans aus Undertale und allgemein sind die Endkämpfe einfach fucking cracked und ich liebe es. Normalerweise finde ich übertriebene Kämpfe mit viel Animationen, wo man kaum etwas sieht, echt kacke, aber hier ist es voll in Ordnung. Gibt es etwas Negatives? Ich würde sagen, das Gameplay ist hier so hin und wieder echt seltsam, gerade wegen dem Battle Network Theme. Aber sonst eine Top 8 von 10. Für mich ist Monster Hunter ein Franchise, mit dem ich tolle Dinge verbinde. Durch Monster Hunter habe ich meinen besten Freund kennengelernt und viel über Beobachtung und Dedication gelernt. Kommen wir aber zum Spiel. Monster Hunter World ist... okay. Für mich ist es das anfängerfreundlichste Monster Hunter. Ich habe mit Trial angefangen und es war schwerer, sodass mir World ziemlich einfach vorkam. Die Karten, auf denen man rumlaufen kann, sind super, das Kämpfen macht Spaß, die Monster-Designs sind super, die Story war immer so mittelmäßig, die deutsche Synchro ist auch so mittelmäßig und das Waffendesign hat leider etwas sehr nachgelassen. Dafür sehen die Rüstungen wieder gut aus. Für mich eine Spielereihe, die ich immer wieder spielen kann und somit eine solide 8 für 10, genau. 8 für 10. Natürlich ist Final Fantasy XIV wieder in der Liste, dieses Mal mit Heaven's Sword. Die Story ist einfach unglaublich gut. Im Vergleich zu A Realm Reborn ist das hier schon ein Segen. Die Musik müssen wir nicht darüber reden, die ist sowieso gut. Die Dungeons machen Spaß und ich rede derzeit nur von den Main Quest Dungeons, nicht die Post-Story Dungeons. Die Armor-Sets sehen cool aus, die Animationen sind nice, alles an dem Spiel ist halt nice. Für mich ist aber dennoch Luft nach oben. Wenn ich da an Final Fantasy XV denke, erwarte ich noch einen kleinen Knall von der Story her. Ich bleibe gespannt und nächstes Jahr sehen wir uns hier mit Stormblood wieder. Heaven's Sword bekommt von mir eine 8 von 10. Über Undertale brauche ich nicht viel sagen. Ich denke, bis zum heutigen Tag kennen das viele, weil sie es entweder selber gespielt haben oder irgendwo schon gesehen haben. Dieser Kanal hat ja auch ein Let's Play davon. Aber was gibt es zum Spiel zu sagen? Dieses Spiel ist ein One-Hit-Wonder. Sprich, es verliert die Magie, wenn man es einmal durchgespielt hat. In meinem Fall habe ich es schon zu oft durchgespielt, weil ich es privat für Speedruns trainiert habe. Aber wenn man alle Sachen der Story kennt und es keinen Plot-Twist mehr für einen gibt, so fehlt halt die Magie dieses Spiels. Die Grafik ist super, bei Pixelart. Die Musik ist auch super stark und das Gameplay muss man mögen. Für mich eine solide 9 von 10. Zu dem Spiel brauche ich nicht viel sagen. Meine Meinung hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich finde dieses Indie-Metroidvania immer noch erstaunlich. Die Grafik ist besonders, die Story ist besonders und das Spielgefühl ist etwas anderes. Gewöhnungsbedürftig, aber anders. Die Musik hat wieder viel Liebe abbekommen und im Allgemeinen steckt hier Herzblut drin. Auch wenn es im Ranking gefallen ist, bleibt es ein gutes Spiel. 9 von 10. Ein Indie-Shooter Souls-like kommt in die Liste. Man steckt da viel drin. Remnant ist besonders. Es ist zu einem das freundlichste Konsolenshooter, den ich kenne. Das meine ich ernst. Ich habe zwei linke Hände, wenn es darum geht, ein Gewehr mit einem Controller zu bedienen. Remnant ist im Allgemeinen sehr freundlich. Es hat verdammt viel RNG im Sinne von, welche Waffen man in diesem Level bekommt und welche Bosse sich in einem Weg stellt. Ich hatte sehr viel Spaß damit, nur war es für mich zu kurz. Es hätte ruhig etwas länger sein können und der Endboss war wieder nicht so teuer. Darum eine 9 von 10. Dieses RPG ist definitiv anders. Es besitzt Voice Acting für den ganzen Main Story Plot, es hat einen netten Humor, das Kampfsystem ist cool, die Story ist cool, die Charaktere sind cool, alles an dem Spiel ist eigentlich cool. Einzig schade fand ich, dass es leichte Bugs hat, dass man durch die Welt fällt oder hin und wieder ein paar Trefferpunkte nicht wirklich gezählt haben. Aber ansonsten ist es ein solides Spiel, mit toller Musik, einer tollen Story und einem beschissenen Endboss. Okay, es tut mir leid, aber der finale Boss in diesem Spiel ist nicht gut. Und es ist irgendwie ein Meme in dieser Liste, über den letzten Gegner des Spiels zu reden. Trotzdem immer noch gut und damit eine 9 von 10.
Dieses Pixelfarmspiel dreht den Spieß ordentlich um. Ihr spielt einen Helden, wo das RPG quasi zu Ende ist. Ihr habt den bösen Zauberer besiegt, die halbe Welt damit zerstört, aber sie vor dem großen Unheil gerettet. Nun baut ihr wieder euer Anfangsdorf auf. Der Humor des Spiels ist toll und ist perfekt für eine kleine Runde nach der Arbeit. Wo ist nun die Schwäche? Nun, das Spiel wird leider nicht mehr supported. Sprich, es wird wohl kein Update mehr bekommen und es wird kein Content mehr dazu gewinnen. Jedoch würde ich es dennoch empfehlen. Ich habe das Spiel auf 100% gespielt und es war es wert. Ich durfte tolle Charaktere kennenlernen und einiges über die eigentliche Story über das abgeschlossene RPG lernen. Wer weiß, eventuell wird die Geschichte von Littlewood ja noch ein richtiges RPG. Cool wäre es, aber dieses nette Spiel bekommt hier eine 9 von 10. Dieses süße Fuchsspiel hat sich in die Liste geschlichen. Dieses The Legend of Zelda aussehende Spiel mit Soulstrike-Elementen hat mein Interesse geweckt, als ich es beim lieben Pixelmoon gesehen habe. Also habe ich es gespielt und was kann ich sagen? Die Deaths haben zu viel Drogen genommen und ich habe keinen Plan, wie ein normaler Mensch auf die Lösung kommen soll. Was meine ich damit? Dieses unschuldige Fuchsspiel hat einfach The Witness in sich versteckt. Ihr sammelt als erstes das Tutorial ein. Ja, ihr sammelt das Tutorial und bekommt so Hilfestellung und Karten für die Welt. Dann sind random einfach mal 20 Feen irgendwo versteckt, die man nur befreien kann, wenn man einen Code eingibt und eine Tür, die einen fucking 55-stelligen Code hat. Und wenn man einen Fehler macht, nochmal neu anfangen darf. Wenn man alle 20 Feen hat und das Handbuch vervollständigt habt, schaltet ihr so das True Ending frei. Leute, was raucht ihr? Wenn ihr das Bad End spielt, bekommt ihr einen beschissenen Bosskampf. So riss ihr aus. Durch dieses vercrackte Rätselspiel ist es dennoch eine 9 von 10. War worth. Willkommen in der Top 8, die hier sich sehr hart um die Plätze streiten. Im letzten Jahr war Momodora auf Platz 2 und nun ist es einfach Platz 8. Richtig crazy. Zu Momodora muss ich gefühlt nichts sagen. Im letzten Jahr habe ich eigentlich alles zu diesem Spiel gesagt. Es ist ein Metroidvania mit Pixelgrafik und hat für mich den höchsten Wiederspielwert. Momodora macht mir einfach Spaß. Egal ob es die Bereiche sind, die Bosse, die Musik oder einfach nochmal die Story zu erleben. Dieses Spiel ist für mich das Go-To-Game, was ich jedes Jahr spielen kann. Gefühlt hat es jeder. In meinem Herzen ist es die Top 1, aber hier im Ranking die Top 8. Dennoch eine 10 von 10. Dieses Katzenspiel hat sich in die Liste gemiaut. Auch lustig, dass es auf Platz 7 ist. Ich schwöre, dass es Zufall ist. Stray ist die wohl beste Katzensimulation, die es gibt, beziehungsweise die man spielen kann. Es ist süß, niedlich, fluffig und macht Spaß, als Katze durch die Welt zu rennen. Die Story ist so... ja, es hat eine Story. Sie haut einen nicht vom Hocker. Ich finde, die Story wird auch mehr von dem Gameplay überschattet. Denn das Gameplay ist halt hier wirklich irgendwie der Schlüssel für die hohe Platzierung. Und halt wegen den Katzen. Ist Stray besser als Momodora? Meiner Meinung schon. Es punktet einfach wegen den Katzen-Gameplay, okay? Das Spiel größte Schwäche ist die Story. Sonst gibt es nicht viel zu meckern. Für mich eine 10 von 10 und somit Platz 7. Dieses Puzzle-Game ist auch etwas Besonderes. Nicht nur hat es ein Let's Play hier auf diesem Kanal, wo ich es leicht nebenbei auseinandernehme, nein, seine Story und Erzählungsart sind etwas Besonderes. Man spricht einfach nur mit einem Computer, um so über die Welt zu philosophieren und zu diskutieren, was richtig ist und wie fucked up doch deine Weltansicht ist. Die Rätsel in diesem Spiel sind knackig. Natürlich sind einfache dabei, aber auch schwere. Die Sterne bringen eine schöne Bonus-Herausforderung und alle drei Enden sind etwas Besonderes für sich. Welches Ende nun das Beste und Positive ist, ist einen selbst überlassen zu entscheiden. Ich entscheide nur hier, dass dieses Spiel Platz 6 belegt und eine 10 von 10 bekommt. Ein Tales of Game kommt in die Liste und kreist sich den Top 5 Spot. Tales of Arise ist animationstechnisch einfach ein großes Update zu Berseria. Das Kampfsystem macht übertrieben Spaß und auch die Story steckt ein wie eine Bombe. Lore ist der coolste Charakter, da müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten. Und die Finisher Blows von den einzelnen Chars sehen gut aus. Jedoch fehlt mir hier etwas ein wenig. Die Musik geht etwas unter, das Grinden in dem Spiel ist einfach sehr nervig und auch der Talentbaum finde ich etwas unnötig. Dennoch fand ich dieses Spiel sehr gut. Es besiegt zwar nicht Berseria, was für mich mein Lieblings-Tales of Teil ist, aber es kommt nah ran. Verdient Platz 5 und eine 10 von 10. Vice, you dumbass!
Start making sense, you rotten booker. You're gonna be. Nier Replicant oder auch nur Nier ist der Vorgänger zu Automata. Und ich muss sagen, dieses Spiel ist um Welten besser als Automata. Die Story ist absolut insane. Was kein Wunder ist bei Madman himself, Yoko Taro. Die Musik ist einfach absolut geil. Aber wieso ist es nur Platz 4? Die nächsten drei Spiele haben mich einfach mehr geflasht, was Story angeht. Und haben hier einige Sachen, die mir besser gefallen haben. Das Kampfsystem in Nier ist so mittelmäßig, finde ich. Die Enden sind cool, aber sie zu erspielen kann schon sehr nervig sein. Besonders Ende D frisst halt einfach viel Energie. Die Charaktere sind super, das Voice Acting ist einfach nur geil und die Emotionen, die in diesem Spiel steckt, spürt man. Es lohnt sich, dieses Spiel zu spielen und diese Erfahrung einfach zu erleben. 10 von 10. Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Dieser Dungeon Crawler hat mich mega überrascht und zerstört. Das Voice Acting ist richtig gut und je weiter man kommt, umso mehr zerstört einem die Story. Immer und immer mehr. Die Story ist mega gut, okay? Das Gameplay ist auch nicht ohne. In Labyrinth of Refrain benutzt man Puppenkriege, um die Dungeons zu erkunden. Denn in den Dungeons ist ein tödliches Miasma, was einen sehr schadet. So erkundet man mit seinen Puppenkrieger die einzelnen Dungeons und bekämpft gut designte Monster und manchmal extrem hässliche Monster. Begleitet von toller Musik und ein Kampfsystem, was nicht unfairer sein könnte. Wenn ihr dachtet, Pokémon betrügt manchmal, dieses Spiel legt eine Schippe drauf. Besiegt den hässlichsten und beschissensten Endboss. Besiegt aus Spaß 6 Superbosse und schwupp seid ihr im Postgame, was einfach mehr Story hat als die erste Hälfte des Spiels. Besiegt dann den beschissensten Postgame-Endboss, den ihr jemals besiegen durftet, und schwupp habt ihr eine der besten Story-Enden, die ihr erleben dürft. Eine richtige Achterbahn der Gefühle und für mich meine Platz 3 und eine 10 von 10. Time to fight. Are you ready? Die Phantom Thief haben es nicht geschafft, sich den ersten Platz zu krallen. Aber dennoch ist Persona 5 ein sehr gutes Spiel. Die Story ist mega cool, die Musik ist einfach absolut banger, Animationen geil, Kämpfe geil, Kampfsystem geil, das Faszinieren ist am Anfang kompliziert, aber kompliziert geil, die Charaktere sind geil, alles an dem Spiel ist halt geil. Es gibt nicht wirklich etwas zu meckern. Ich habe sogar das True Ending bei meinem ersten Playthrough erreicht, nachdem ich kurz in einen Guide schauen musste, um zu erfahren, dass ich das Enddialog falsch gemacht habe. Aber ich habe alles, okay? Ich war nah dran. Persona 5 hat mich geflasht. Ist es meiner Meinung nach das beste JRPG? Nicht wirklich. Es ist gut, versteht mich nicht falsch, aber es ist nicht das beste JRPG. Es hat viel Masse. Ich hatte am Ende 120 Spielstunden. Das sind quasi 2 JRPGs auf einmal. Persona 5 konnte dieses Jahr nicht Platz 1 sicher stehen. Eventuell schaffen sie es nächstes Jahr. Schauen wir mal. Dieses Jahr aber verdient Platz 2 natürlich eine 10 von 10. Dieses Spiel wurde mir empfohlen, dass ich es mir mal ansehe. Und oh boy, was soll ich dazu sagen? Außer, dass es mich komplett abgeholt hat und irgendwo abgesetzt hat, mit dem ich niemals gerechnet hätte, dass es möglich ist. Ich kann nicht viel zu der Story des Spiels sagen, außer dass sie extrem gut ist. Wenn ihr Undertale oder Earthbound oder sowas ähnliches mögt, dann kommt ihr hier auf eure Kosten. Das Soundtrack allein ist eine 10 von 10. Ich habe es mir sogar gekauft. Gameplay könnte einigen auf die Füße treten, weil es eine Mischung aus Rhythmusspiel und normales RPG ist. Aber es gibt genug Schwierigkeitsstufen, um diese unglaubliche Geschichte zu erleben. Für mich eines der Top-Spiele dieses Jahr und somit eine 10 von 10. Wenn nicht sogar einer 11 von 10. So, das waren meine Top 35 Spiele dieses Jahr. Endlich. Es ist vollbracht. Das Jahr 2022 ist rum und ich freue mich auf 2023. Diese Liste hat schon sehr viel Zeit gefressen und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nicht so viele Spiele durchspiele, weil, oh boy, 35 Reviews in einem kurzen Format zu packen ist fucking anstrengend. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Wenn ihr gerne das letzte Jahr sehen wollt, könnt ihr gerne hier rechts klicken, da kommt ihr zu dem letzten Jahr und den Top 20 Spiele, die ich da durchgespielt habe. Hier links könnt ihr abonnieren und irgendwo, ganz versteckt, kommt morgen vielleicht noch ein Video. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch in 2023. Euer Logo. Man spricht einfach mit einem Computer, um so über die Welt zu philosophieren.
Ich sollte keine schweren Wörter in diese scheiß Reviews einpacken.